Auch bei der Herbstmesse 2015 bleibt man dem alten Messekonzept treu, wie Geschäftsführer Daniel Mutschlechner bei der Pressekonferenz am Montag betont. Es ist einiges neu, auch wenn viel Tradition ganz bewusst bei der Herbstmesse mit dabei ist. Aber es gibt das Mohrenwirtschaftszelt mit sehr viel Blasmusik und auch sehr tollen Gruppen mit junger Blasmusik aus der Region. Die Hypo-Modeschau wird neu gestaltet. Es gibt so der rote Faden des Films, der Blockbuster, die sich durch die Modeschau ziehen, bekommt also jedes Jahr die Modeschau jetzt ein Motto, wo einiges neu wird. Es gibt eine Kunsthandwerkstraße mit vielen Kunsthandwerkern, die ihre kreative Fähigkeiten hier zeigen. Es gibt einen großen Rummelplatz, der vergrößert wurde aufgrund auch der Nachfrage des Publikums. Und es gibt einen Schwerpunkt zum Thema Bienen, von der Blüte bis zum Honig. Die Biene hat ja ein Revival erlebt. Es ist sehr viel in den Medien auch zu diskutieren mit dem Thema Bienen. Und wir haben hier einen Schwerpunkt realisiert mit den Vorarlberger Imkern, wo sich alles rund um die Biene dreht. So bleiben neben der Modenschau und dem Wirtschaftszelt auch die Schwerpunkte Bau und Energie, Wohnen und Einrichten und Haushalt und Küche Teil der Herbstmesse. Schwerpunkt ist neben den Bienen und dem Kunsthandwerk auch der Bregenzer Wald. Grundsätzlich ist es der Herbstmesse sehr wichtig, dass eben Regionen sich hier wiederfinden, nicht nur durch die Blasmusikkapellen aus der Region oder viele andere Themen. Ganz besonders wichtig ist uns, dass der Bregenzer Wald immer wieder auch bei der Modeschau einen Schwerpunkt setzt, so ist es auch heuer. Also die Modehändler aus dem Bregenzer Wald haben sich zusammengetan und zeigen einen eigenen Durchgang bei der Hypo-Modeschau. Das ist uns ein Anliegen, weil eben auch der Bregenzer Wald auch sehr stark traditionell auf der Herbstmesse vertreten ist. Die Herbstmesse wird die letzte Messe in der gewohnten Umgebung sein. Schließlich beginnt im September der Abriss und Neubau der Hallen zwischen Wirtschaftszelt und Tennishalle. Mit dem Ergebnis der ebenfalls am 13. September endenden Ausstellung der Terrakotta-Armee ist Mutschlechner zufrieden und erwartet auch künftig ähnliche Ausstellungen in den Messehallen. Also das erneuerte Gelände bietet dann noch mehr flexible Möglichkeiten, auch Parallelveranstaltungen zu fahren. Und so ist es auch bei der Herbstmesse. Die Terrakotta-Armee wird in der Halle 12 noch einmal zu sehen sein. Mit dem letzten Tag der Herbstmesse fällt dann auch der Schlussstrich unter diese Terrakotta-Armee-Ausstellung, weil eben eine Woche danach auch schon die Hallen abgerissen werden. Also die Terrakotta-Armee läuft gut. Man hätte sich vielleicht noch ein paar Regentage zwischen den heißen Sommertagen gefreut, aber es ist gut gelaufen. Und wir denken, dass die Herbstmesse ein würdiger Abschluss ist, auch zu vergünstigten Preisen auch noch die Terrakotta-Armee mitzunehmen, wer es noch nicht gesehen hat. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch heuer wieder gratis. Los geht es am 9. September um 10 Uhr.